Herzlich willkommen hier im Glow Boutique Hotel in Saranda, Albanien. Ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Kommt mit. Das hier ist erstmal das Reich des Kameramannes. Wir haben hier ein wunderschönes großes Zimmer mit all unserem Equipment. Mit Balkon und Doppelbett, einem bequemen Stuhl und einem großen Schreibtisch mit Minibar und Fernseher. Und ganz wichtig, ein bodentiefer Spiegel, wo man sich von Kopf bis Fuß sehen kann, um zu schauen, ob auch das ganze Outfit sitzt. Und hier geht es rüber in mein Reich. Kommt mit! Ich habe sogar noch ein bisschen mehr Platz. Auch hier ein wunderschönes Doppelbett, das eine sehr angenehme Höhe hat. Man kann sich ganz bequem darauf setzen und fühlt sich wie auf Wolken gebettet. Auch das Licht ist sehr, sehr angenehm. Wir haben hier eine indirekte Beleuchtung. Das heißt, es blendet nicht, aber es ist hell genug, um auch abends noch ein Buch lesen zu können. Hier ist mein Kleiderschrank. Dort habe ich all meine Sachen ausgebreitet. Wie ihr sehen könnt, es sind reichlich Bügel da. Oben und unten ist auch noch Platz. Und für die Wertsachen gibt es auch noch einen Safe, der ganz einfach zu bedienen ist. Hier drüben ist dann mein Schminktisch, auch hier mit großem, wunderbarem Spiegel. Ich habe hier meine Sachen ein bisschen ausgebreitet und mache mich jeden Morgen fertig. Und da unten seht ihr schon meine ganzen Schuhe. Auch da habe ich einen wunderbaren Überblick und wirklich viel Platz. Und hier in der Ecke haben wir noch die Minibar. Gut bestückt, für jeden Durst was dabei. Und hier drüben mit der Kommode noch mehr Stauraum. Hier habe ich meine ganzen Bikinis untergebracht, dass ich genug Platz dafür habe. Hier drüben haben wir noch einen wunderbar bequemen Sessel mit auch einem kleinen Couchtisch. Perfekt, um zu arbeiten am Laptop zum Beispiel oder auch abends ein Glas Wein abzustellen. Von hier hat man auch eine wunderbare Sicht auf den wirklich großen Fernseher. Also egal, ob man sich abends im Stuhl gemütlich gemacht hat oder bequem auf dem Bett liegt, man kann wunderbar Fernsehen schauen. Und man hat sogar hier drüben gleich noch den Blick ins Bad, denn wir haben ein Fenster, was vom Schlafzimmer ins Bad führt. Perfekt für frisch verliebte Pärchen, die sich nicht aus den Augen verlieren wollen. Außerdem haben wir hier fantastisches WLAN, also jeder, der vielleicht auch geschäftlich etwas machen möchte oder einfach gerne im Internet surft, der ist hier wirklich gut bedient. Das Internet ist super schnell und man hat keine Wünsche mehr offen. Jetzt gehen wir ins Bad. Hier im Bad haben wir eine bodentiefe Dusche und auch einen Regenwald-Duschkopf mit Handbrause. Also perfekt, um den Abend ausklingen zu lassen und sich frisch zu machen. Und zusätzlich haben wir auch ein Fenster mit Frischluft. Das heißt, der heiße Dampf kann nach dem Duschen auch schnell entweichen, dass der Spiegel, der hier bei dem Waschbecken ist, auch nicht beschlägt, sondern ganz schnell wieder frei ist. Hier am schönen Waschbecken kann man sich abends ganz normal die Zähne putzen und wir haben sogar hier einzelne kleine Proben, das heißt, wir haben Duschgel und Shampoo mit dabei und das riecht wirklich sehr, sehr gut. Es ist nicht zu intensiv, es ist ein ganz feiner Duft, der auch angenehm auf der Haut ist. Wenn wir hier durch unser verliebtes Pärchenfenster schauen, seht ihr noch den weißen Vorhang. Dort befindet sich mein Balkon, den zeige ich euch dann aber morgen, wenn es wieder hell ist. Jetzt kommt noch der versprochene Balkon, kommt mit und genießt mit mir die Aussicht. Auf den gepolsterten Möbeln hat man einen fantastischen Blick aufs Meer, kann es bis hierher rauschen hören und sieht sogar Korfu.